Oh, da unten ist, dümmelt auch noch einer rum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den da hinten erwischt habe. Lebt der noch? Nein, der lebt. Das Monster kommt! Das kommt gar nicht. Von links siehst du besser. Muss ich mal nach links? Ah, warte, warte, ich seh ihn hier durch. Den triffst du, glaube ich, gar nicht. Jetzt ist er tot. Willst du echt da reinhüpfen? Ich gehe runter, bleib du oben. Du kommst auf jeden Fall leider nicht mehr hoch. Oh. Da würde ich noch warten, bis das Gas weg ist. Tja, falls wir nicht da runter müssen. Ich hoffe mal nicht. Na gut, wir hatten drüben bei dir ja auch noch einen Weg. Genau, gehen wir erstmal den Weg, der vielleicht noch nicht ganz so vergast ist. Gas. Gas. Ja, Leute, die hätten sich gefreut für sowas. Ja. Mann, waren wir ineffizient damals. Pass auf, verschlossen. Oh, nein, doch nicht. Oh. Gas. Super. Überall haben wir die Rotz. Oh. Und da ist nicht nur ein Viech. Das Monster kommt. Bein rechts. Kommt der da hoch? Knie. Oh, der kommt da. Fuß. Oh. Seh nix. Danke. Das Monster kommt. Rechtes Knie. Ding ist Knie. Tod ist tot. So, und jetzt der andere, der. Links ist noch einer. Ende da oben ist auch noch einer. Stimmt, da hinten. Da siehst du den Dinger. Sehr schön. Ach du Scheiße, hier sind noch mehrere. Der ist nur an der Wand. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr. Also, wir können uns entscheiden zwischen Gas. Und Gas. Tja, die Frage ist, also hier kommen wir wahrscheinlich wieder hoch. Ich zumindest, du wahrscheinlich nicht, oder? Ja, wenn ich runterkomme, komme ich ja wieder hoch. So, wir müssen aber irgendwo runter. Okay, ich kann auf jeden Fall da drauf. Genau, da wäre schon dann die Sicherheit. Okay, ich gehe jetzt mal hier runter. Oh, ist alles geschlossen. Ja, geh am besten nochmal durch die Kiste, dass du noch mehr Gas einatmest. Da vorne ist da hinten liegt noch auf jeden Fall noch ein Viech. Ist der? Ah, der da. Da ist linke Knie, genau da. Alter, wie scheiß schnell die Mistviecher sind. Das Monster! Das ist nett von dir, aber. Ich kann halt bloß den Schwachpunkt markieren, ich kann dir nicht wirklich helfen. Oh! Nette Messeraktion. Ja, hab ich auch gerade festgestellt. So, das Problem ist. Wir können wahrscheinlich da hoch. Ja, aber wie? Wenn wir da rangehen, hochziehen? Warte, bleib mal du unten. Ne, das ist zu hoch. Da vorne. Was kann man mit der Kiste machen? Vorsichtig. Die sieht nämlich sehr beweglich aus. Da ist Viech lebt übrigens. Aber sieht uns nicht. Ja. Die Frage ist nur, dass du da durchkriechen musst, vermute ich mal. Okay, ist tot. Und da links. Warte, warte, ich brauche erstmal Luft. Genau. Bei dem Gitter ist nämlich auch nochmal eins. Siehst du das? Und da ist weiter links der Kopf. Okay, sieht tot aus. Gut, dann musst du da jetzt da. Ich komm jetzt mal zu dir und hol den Stein. Dann hab ich erst um die Viecher kurz zu benebeln. Dann musst du wahrscheinlich da durchkriegen und mir die Tür hier aufmachen. Richtig. So. Ich werde mir das Mädchen. Kleider aufstehen, das Mistvieh. Wahrscheinlich. Wenn ich das erste Mal so. So, jetzt renn erstmal wieder zu mir. Weil du machst die Tür nämlich jetzt auf. Das Monster kommt. Sehr schön, das lebt aber noch. Jetzt nicht mehr. So. Es war so klar. Natürlich. Und ich werde mir, dass der auch aufsteht. Gut möglich. Ja, gut, bei mir ist er nicht aufgestanden. Vielleicht bleibt er tatsächlich tot. Naja. Auf jeden Fall ist jetzt da offen. Also dann gehen wir da jetzt durch. Das ist der einzige Weg hier. Okay, hier gibt's nichts. Hier ist eine Teilebox. Und da geht's hoch. Und da geht's. Und da gibt's eine Box. Jawohl. Dann erst mal da oben eine Verschnaufspause. Und da die Kisten öffnen.
Pistolenmunition. Willst du nehmen oder soll ich nehmen? Ich kann halt runter. Kannst auch tragen, mir ist es egal. Geh du die ersten Meter? Das kriegt man schön. Ah, ich kann gar nicht rennen. Ah, der bleibt tot. Bis jetzt sieht's gut aus. Wir halten in dem Gas zum Glück ein bisschen aus. Naja. Aber jetzt sollte ich mich langsam beeilen. Ja, jetzt, komm. Erst zu mir. Eine Ducken. Oh. Dann geh du nämlich da runter, dann mache ich das nämlich für kurz. So. Okay. Ich bin schon mal wieder bei Kräften. Das ist sauber. Das heißt, du kannst nachkommen. Ich sehe es, dass er sauber ist. Echt? Woher? Ich weiß nicht, als ob ich da so eine Fähigkeit dafür hätte. Liftschlüssel. Ich hoffe, wir haben noch irgendwo einen Inventarplatz frei. Jo. Sehr gut. Gut, hier da ist noch ein das, da war auch gerade noch Tagebuch eines Minenarbeiters auf Russisch. Ja, während du das liest, werde ich mir kurz was zu trinken gönnen. Oh. Ordentlich Batzen Lohn, das Geld, der Status, also die wurden anscheinend echt gut bezahlt. Tja, und verschüttet. Der Schaum hier gerade geben können. Oder mich nehmen lassen. Hätte ich, ja. Hätte. Das ist nicht. Das war der Brief von gerade eben. Da sind Schränke, die alle offen sind. Die sind schon ausgeraubt. Gut, das war's. Gut, dann können wir wieder zurück. Jetzt machen wir vielleicht das Viech auf. Und selbst wenn. Das hat mich doch ein Scheißdreck. So. Jetzt kam es aber flott hier hoch. Rogizugi. So, Gang Nummer 1 haben wir fertig. So, das heißt, wir können jetzt runter und den Aufzug betätigen. Der jetzt auch komischerweise. Ach ne, der war ja gar nicht hier. Das war ja hier. So. Warte. Die Frage. Wir sollten vielleicht erst den Ventilator aktivieren, damit wir das ganze Gas wegkriegen. Der fährt runter, ja, wahrscheinlich. Ja. Also gut. Dann müssen wir tatsächlich in den anderen Raum zurück. Oh. Nein. Weil wir müssen den Ventilator, hat er vorhin gesagt, damit wir das Gas wegkriegen. Richtig. Weißt, eigentlich könnte ich auf die Leiter schießen, dass sich das Rasterding runterfällt und wir dann... So, aber nee. Das unter uns ist auf jeden Fall noch was. So. Erstmal schauen, wir könnten auf das Geländer da hinten hoch, dann könnten wir atmen. Da ist auch eine Kiste. So. Genau, geh du mal zuerst. Wieso huste ich jetzt? Ah, da kommt ein Zombie. Noch mal einer. Hier ist etwas. Sei vorsichtig. Der bleibt jetzt erstmal liegen. Wo ist noch einer? Hier sind zwei bei mir. Ah, da kommt was. Genau. Wo ist er? Sehe ich nicht. Da ist er. Du blöder Banger. Und da hinten ist noch was. Ist noch ein Zombie da? Ja, hier bei mir. Da ist etwas. Sei vorsichtig. Ah, hier. Hab ich gerade gar nicht gesehen. So. Sehr schön. Jetzt haben wir hier. Warte, ich komm mal kurz runter. Du hast gesagt, da war noch irgendwas. Genau. Mit der Flasche, die ich nicht aufnehmen kann. Warte, ich komm hoch zu dir. Du bist mit der Munition voll. Ich nehme mal die Teilebox an mich. So. Und übergebe dir die Munition. Und nehme die Flasche an mich. Jetzt haben wir hier einen Weg zum Langschieben. Genau, da haben wir eine Tür. Da haben wir einen Weg. Und da haben wir einen Weg. Fuck it. Ich probiere mal die Tür erst aus. Die Tür ist eh verschlossen. Okay. Siehst du, elektronisch verriegelt. Gut. So, das heißt, der ist schon mal aus. Ich gehe mal. Oh, guck mal, wir können hier rein. Da ist eine Flasche. Und ein Zettel. Die Kisten zu den Hinterräumen. Ich habe aus Versehen einen Blick in die Signalwerfkette. Es sah wie ein aus wie ein Mensch. Oder das, was mal ein Mensch war. Das sind quasi die Versuchobjekte da entsorgt irgendwo. Mhm. Oh, ist das schön. Wie gesagt, wir werden das alles vorlesen. Ihr könnt Massenmord. Ja, das ist in Resident Evil echt relativ normal.
Gut. Gut. Ich brauche unbedingt Luft. Ja, besser ist. Ich guck mal, dass ich unser Inventar ein bisschen sauber mache. So, das heißt, hier ist zu. Hier wollte ich jetzt gerade rein. Hier gehen wir auch rein und da müssen wir eine Lore wegschieben. Ich warte aber, bis du fertig bist. Dann gehen wir genau. Nämlich erstmal den Weg rein. Da noch eine. So. Ich lade mal kurz alles nach, was ich habe. Gut, ist alles voll. Bist du soweit? So, ja. Da ist eine Flasche, die hole ich mir gleich. Aha, da ist auch eine Lore zum Schieben und da ist ein Weg lang. Gewehrmunition hier. Magnum-Muni hier. Quasi unter mir ist dann die Gewehrmunition. Dein Bild wird gerade ein bisschen scheiße. Ja, ja, ich schieb bloß kurz die Scheiße da weg. Oh, das wird aber echt Zeit. Ja, ja, das war auch gerade. Direkt unter mir ist quasi Gewehrmunition. Direkt unter dir. Genau. So, komm mal mit. Oder bleib oben, ist egal. Komm mit. Ich habe nämlich da die Lore weggeschoben. Ach komm! Linker Fuß. Okay, ist tot. Ich muss kurz zurück. Okay. Probieren wir mal einen Glück. Oh oh. Ah, da geht's hoch. Auf so ein Podest. Okay, du bist da den Weg gerade lang, oder? Genau. Oh! Ui! Ich glaube, du willst zu mir kommen. Ja, ja, ich bin unterwegs. Soll einfach durchrennen. Na ja, gut, ich hab das Mistvieh ja gerade. Genau, hier ist sauber. Ich komm dir mal entgegen. Hast du die Waffen mitgebracht? Ja, ich kann dir keine Waffen mitnehmen. Ich geh jetzt erstmal hier wieder rein, hol Luft und dann gehe ich in den anderen Gang rein. So, dann legen wir nämlich die Python weg und nehmen die 2005M mit. Boah, Alter. Vielleicht hat sie auch richtig Bums. Mit Sicherheit hat die Bums. So, jetzt haben wir bei dir nochmal mindestens einen weiteren Gang, ne? Wo, bei mir? Ja, also wenn wir von hier aus kommen, jetzt quasi hier nach rechts. Also der ist jetzt erstmal clearen hier, das haben wir also. Okay, hier ist eine Sackgasse. Sicher? Ja, von hier komme ich gerade. Gut, also dann heißt es, wir müssen... Die Seite ist sauber. Scheiße, jetzt habe ich mich gerade verlaufen. Gut, Greg, dann weißt du, wo ich bin. Oh, da ist noch mal einen anderen Weg gefunden. Scheiße, wo bin ich? Ja, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Ja, ja, aber wo bin ich? Kannst du die Tür benutzen? Ja, warte kurz. Da hat's Munition. Das Dreieck kann ich rücken. Ach, dann zeigt es dir an. Da drüben ist auch noch Munition. Und kannst du? Also. Ich kann Natalia nicht allein lassen. Alles klar, ich muss zu dir. Gut, sehr schön. Ich guck mal, ob ich es hinkrieg. Da, wo die Magnum-Muni, die Magnum-Waffe lag. Alles klar, da gibt's dann quasi noch eine Abzweigung. Ja, richtig. Hier nach links wahrscheinlich. Ja, genau. Genau, genau. Dann das ist richtig. Da lang. Ja, ja. Ja, da oben bist. Ja, da kommst du schon. Ich würde so schnell draufgehen da unten mit meinen Kinderlungen. Mit deinen was? Mit diesen Kinderlungen. Ach so. Hast du verstanden? Ja, schon Kinderlungen, aber ich dachte gerade in Wirklichkeit, was, seit wann hast du Kinderlungen? Aber du hast ich hab ja mir welche geklaut. Ach komm! Ernsthaft! Oh, da oben ist noch so ein Kotzviech. Wo? Da! Und da kommt eine Pose. Gut, das Kotzvieh ist down. Das große Vieh kommt jetzt gerade auf dich zu. Ja, kommen wir da anders schon lang? Ja. Gut, dann lauf. Achso, der läuft halt hier lang. Ciao. Mal schauen, ob ich da irgendwie... Wahrscheinlich hinter mir oder so. Ach ne, da ist er. Ich habe jetzt irgendeinen Schalter aktiviert. Na, ich hoffe mal die Turbinen. Oder die eine elektronisch verriegelte Tür. Das könnte natürlich auch sein.
Platzvieh. Ist bei dir noch irgendwo was da oben? Munition, ja. Oh Gott, brauchen wir die? Kann man die holen? Warte. Jetzt hast du. Das bringt nichts, ich kann auf das Mistvieh einschießen, wie oft ich will. Das steht immer wieder auf. Ja, komm, wir gehen zurück. Da ist nochmal so ein scheiß Mist. Platzvieh. Ja, da war ein. Ich glaube, das Ding verbraucht das unnötig Munition. Bis wir rauskommen. Oder? Ja, ja, jetzt lauf, komm. Hier ist nichts mehr. Sinnlose Kämpfe sollten wir meiden. Ja. Gut. Und weg. Na gut, dieses Mistvieh hat man natürlich jetzt gerade recht viel Handfeuer auf dem Mountain verballert, aber lieber habe ich die verschossen. Na klar, ist die gute Munition nur noch brauchen. Da rechts. Ja, dann da rum. Und dann erstmal hoch auf den. Genau, dann ist nämlich der Teil hier abgeschlossen. So. Oh, 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 oh. Was? Oh, komm. Das Monster. Genau. Sehr schön. So. Jetzt wie es da hängt. Wie es da hängt. Auf jeden Fall leuchtet es hier jetzt grün. Und hier ist wahrscheinlich auch noch was. Aber das aktivieren wir, sobald wir hier das durch haben. Ich höre was. Oh, ich sehe was. Warte, lass er kommen. Ja. Ist da kriegt gerade einer? Ja, soll ihn. Lass er kommen. Der erste ist am Tisch und der zweite kommt reingerückt. Quasi fast schon. Oh, diese Mistkröten. Da kommt wieder einer angekrochen. Gelebt noch? Ja, ist ein nächster. So, da ist natürlich noch mehr. Wahrscheinlich nichts im Hütle hier schon drin? Ja, ja, da war ich gerade drin. Vorhin. Da war nur eine Flasche und ein Brief. Achso. Warte, da kommt einer? Ja. Da kommt nochmal einer. Sehr gut. So, war's das jetzt? Sollen wir danach oder sollen wir erstmal hier die Kiste wegschieben? Erstmal hier, weil ich vermute, hier aktivieren wir die Turbinen, weil dann haben wir nämlich nachher Ruhe. Gut. So. Lauf, 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 lauf. Da lang. Zu, dann geht's nur hier lang. Und da ist eine Treppe. Jawohl, so. Hoffentlich gibt man dann ganzen. Ja. Gut. Ich warte erstmal. Treppe noch aktivieren. Jetzt darfst du die Turbinen aktivieren. Ah, sehr schön. Und jetzt kommen wir da vielleicht noch ein bisschen besser durch. Aber mit unserem Glück ist nur der Dreck da unten weg. Und aber der Minen ist noch drin. Hinter uns nicht. Werden wir gleich merken. Das sehen wir gleich. Wahrscheinlich haben sie nicht gedacht, dass wir das ja so machen. Tolle Tür. Kannst du die bewegen? Na, ich kann Pause drücken. Hallo. Ah, ich kann auch hier auf dem Inventar. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Es hat geklappt. Wir können jetzt durch. Ja, aber hier nicht. Das war so klar. Ja, natürlich. Also gut. Ich wollte gerade sagen, dass ich diese Scheiße wieder aufgehängt hat, Mensch. Ich habe gerade auch das, die Befürchtung gehabt. Komm zurück, komm zurück, komm zurück. Ich hab frische Luft, ich drück weiter. Kannst du das? Ja, ich bin ein starkes Mädchen. Siehst du? Yeah. Geht nicht. Ich kann mich dagegen lehnen, ja. Schön hast du es gemacht. Hätte mich auch schwer gewundert. Hast du jetzt auch eine Treppe? Ja, aber ich vermute mal, dass hier hinten nämlich nur irgendwas ist. Weil sonst könnte ich die Scheiße nämlich nicht so weit schieben. So, jetzt gehen wir erstmal kurz Luft holen. Kommt zu mir hoch. Ja, mach ich gerade. Ich glaube, hier ist einfach Topaz, nur. Kopfgeldjäger. Ich glaube, hier ist einfach bloß irgendwie Waffenkammer oder sonst irgendwas. Und zum Durchschnaufen. Ja. Wahrscheinlich geht es hier sehr weit oder so. Ja, gar nicht. Du siehst ja auf der Karte. Ich vermute, hier ist wie gesagt. Oh, Scheiße, dann beeil dich mal. Oh, super. Schön, dass du endlich Leben, Luft hast. Ich hoffe es einfach mal. Sieht Licht so aus, ja. Teilebox, okay, ich hol's. Inventar ist voll. Oh, von wegen unendlich Luft. Ich sehe schon schwarz-weiß. So. Dann hätten wir das. Dann können wir jetzt zurück.